Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein bisschen dafür sensibilisieren, was die grundlegende Motivation ist hinter allem, was du den ganzen Tag so sagst und denkst und tust. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, was dafür in Frage kommt, nämlich Liebe oder Angst. Was es damit auf sich hat, darum geht's im heutigen Video. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute geht es um das Thema Liebe oder Angst. Vielleicht ist es dir gar nicht so richtig bewusst, was deine Beweggründe sind bei dem, was du den ganzen Tag so entscheidest zu tun, zu sagen oder zu denken. Im Grunde genommen, es gibt ja ganz viele verschiedene Gefühle, die dahinter stecken können. Es gibt ganz viele auf der positiven Seite und auf der negativen Seite. Also Liebe, Freude, Neugier, Hoffnung, Begeisterung, was auch immer auf der positiven Seite. Oder es gibt Angst, Scham, Schuld, Traurigkeit, Wut, solche Dinge, Neid auf der anderen Seite, auf der negativen Seite. Und wenn wir es mal runterbrechen auf zwei Gefühle, die dem Ganzen zugrunde liegen, dann sind es Liebe oder Angst. Ja, also im Grunde genommen sind alle Gefühle, die irgendwie auf der negativen Seite stehen, die basieren auf dem Gefühl der Angst. Und ich möchte heute dich mal fragen, was ist bei dir die Motivation und der Beweggrund hinter allem, was du den ganzen Tag so denkst und tust? Also sagen wir mal, wie viele Entscheidungen hast du in deinem Leben vielleicht schon falsch getroffen, weil Angst dein Berater war. Und man sagt ja so, Angst ist kein guter Berater. Und wir wollen uns vielleicht einfach mal ein paar Beispielsituationen angucken, wo möglicherweise Angst dein Berater sein könnte, ohne dass du das bis jetzt gemerkt hast. Und dadurch merken wir dann nämlich auch nicht, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, die nachher wieder in irgendwelche Katastrophen führen. Ja? Also zum Beispiel, wenn du zu den Menschen gehörst, die sich immer für andere aufopfern. Die ständig immer alles für andere tun und dabei aber ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht beachten. Da gibt es eben unter den depressiven Menschen sehr, sehr viele, die das betrifft. Also wenn du dich wirklich, ich meine, helfen und so und sich einbringen für andere, das ist eine wunderbare Sache. Das ist überhaupt nicht das Ding. Nur, wenn du dich dafür kaputt machst für andere, dann läuft da eben was schief. Und das ist ein typisch depressives Muster, was verändert werden darf. Ja, also wenn du so viel hilfst, dass du dich selber für andere kaputt machst, dann überleg mal, machst du das dann aus Liebe zu dem anderen Menschen, dem du helfen möchtest? Oder machst du es möglicherweise aus Angst, den zu verlieren, den zu verprellen, den zu verletzen oder sowas? Ja, oder wenn du sehr eifersüchtig bist, wenn du so ein Klammertyp bist, ja, wenn du dich an deinen Partner klammerst, ihm immer wieder sagst, wie sehr du ihn liebst und auch von ihm einforderst, dass er das auch jeden Tag immer sagen soll oder solche Dinge. Und ihm machst du ihm dann vielleicht ein schlechtes Gewissen damit. Was ist dann die Motivation dahinter? Ist das Liebe zu deinem Partner oder ist das die Angst, ihn zu verlieren? Oder wenn du, sagen wir mal, Thema Notlügen, wenn du zum Beispiel deine Freundin fragt dich, ob du dich heute mit ihr treffen willst und du willst eigentlich nicht, weil du irgendwie was anderes vorhast und du traust dich aber nicht, sie zu verletzen und lügst ihr dann was vor. Nee, du könntest nicht, hättest schon was Wichtiges, Dringendes, bla bla bla. Wenn du deine Freundin belügst, machst du das aus Liebe zu ihr, damit sie nicht verletzt wird? Oder machst du das aus Angst? Weil sie verletzt werden könnte. Das ist ein Unterschied. Weil, überleg mal, wie fühlt es sich an, belogen zu werden? Das ist überhaupt so ein Phänomen, das lohnt sich vielleicht nochmal ein eigenes Video drüber zu machen, dieses Thema Notlüge. Ich glaube, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass wir Menschen alle so ungefähr 200 Mal am Tag lügen oder irgend sowas, habe ich mal gelesen. Und dass unsere Gesellschaft, der Zusammenhalt in der Gesellschaft gar nicht funktionieren würde, wenn wir ständig alle immer ehrlich zueinander wären und sagen würden, was wir denken. Nur, was steckt hinter der Notlüge? Dahinter steckt die Angst. Also du hast Angst, dass jemand irgendwas Blödes über dich denken könnte oder von dir verletzt werden könnte oder so. Aber ist es nicht ehrlicherweise, jemanden anzulügen, ist das nicht die größte Verletzung, der größte Vertrauensmissbrauch überhaupt? Also in solchen Situationen
darfst du dich selber mal ertappen und hinterfragen, was steckt dahinter, Liebe oder Angst? Wenn du etwas aus Liebe tust, dann sagst du die Wahrheit. Und wenn da Angst hintersteckt, dann greifst du vielleicht zur Notlüge. Menschen greifen so oft zu Notlügen. Entweder, weil sie andere nicht verprellen wollen oder weil sie Angst davor haben, was andere von ihnen denken. Das ist eine der größten Ängste. Und das ist auch was, wo du dich im Alltag mal beobachten darfst, wenn du irgendetwas tust. Könnte es sein, dass die Motivation hinter dem, was du da tust, Angst ist, was andere von dir denken können? Also, ich habe mich viel in den letzten Jahren mit dem Thema Lüge und Wahrheit beschäftigt, für mich in meinem Leben. Und habe mir fest vorgenommen, ehrlich zu sein. Weil sich das viel besser anfühlt, für mich und für die anderen. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn man sich da umstellt, wenn man da noch nicht ist, wenn man noch im Notlügengeflechtsystem drinsteckt. Aber es fühlt sich einfach viel besser an. So. Und das ist ein Thema, wo ich immer denke, es sollte das, was ich tue und wie ich mit anderen umgehe, sollte Liebe zur Grundlage haben und nicht Angst. Ja. Und deswegen, beobachte dich einfach mal in deinem Alltag. Wo sind vielleicht Ängste als Hintergrund in deinem Leben, in deinem Verhalten versteckt, die du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast? So viel für heute zum Thema Liebe oder Angst. Wenn dir das Video gefallen hat, darfst du es natürlich wie immer liken oder meinen Kanal abonnieren. Du darfst gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen mit dem Titel Liebe dich selbst, denn du bist wunderbar. Und wenn du mal mit mir arbeiten möchtest und dir ein Coaching buchen möchtest, dann schau dich gerne auf meiner Website um, www.seelenklopfen.de oder auf meinem Online-Kalender unter www.terminland.de/seelenklopfen. Und demnächst kommt auch mein Online-Kurs raus, eine riesengroße Klopfrundensammlung zum Mitklopfen, die vielleicht möglicherweise was für dich ist. Klopfrunden zu allen möglichen Themen, mit denen du deine Depressionen überwinden kannst. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.